Die Pegauer und ihre Gäste folgten zum traditionellen Altstadtfest rund um den Kirchplatz, in Scharen dem Ruf von Edelleuten, in ihren Rüstungen rasselnden Rittern, Gauklern und Soldaten in historischen Uniformen. Ich bin französischer Offizier und habe ein Pegasus-Kommando über die sächsisch-französischen Truppen. Und wir versuchen, die russisch- und preußischen Truppen von Pega fernzuhalten. Pega ist strategisch wichtig als Vor- und Nachzugslinie, als Sanitätsstandort, ganz wichtig. Deswegen wollen wir Franzosen Pega halten. Also Pega ist offenes Feld für alle Darstellungen, weil hier waren alle Nationen, 1813. Hier waren also Russen, Preußen, Franzosen, alles begegnet sich hier, weil das war ein ganz wichtiger strategischer Punkt in Richtung Leipzig. Ne? Siegfried Meurer lebt sein Hobby. Wir leben in einer Zeittunnel. Wir wissen nicht, wie es war in der Zeit. Wir können uns das vorstellen, wir lesen das. Ja, also jeder hat Schränke voller Bücher. Und das einfach mal nachzugestalten. Es ist ja nicht einfach, ein Offizier zu sein. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo in einen Laden gehe und sage, geben Sie mir mal zweimal Major oder sowas. Ne? Also auch das wächst ja. Die Leute wollen ja, dass also der Offizier wird. Und dann muss man eben studieren, dann muss man Befehle lernen, dann muss man Strategie lernen, dann muss man beratend tätig sein. Und das ist schon nicht ganz einfach. Der Soldat, der ist der Soldat. Der sagt, nee, du bist ja der Offizier, wir haben dich doch gewählt. Ja, und da ist also auch schon auch eine Verantwortung da. Pegau verwandelt sich rund um den Markt in ein lebendiges Geschichtsbuch. Die Besucher stürzten sich mit Wonne ins Vergnügen zwischen mittelalterlichem Treiben und neuzeitlichem Trubel.